Der Zulassungsprozess für Impfstoffe ist eigentlich sehr genau vorgegeben. Und da wurde auch keine Abkürzung genommen, sondern was gemacht wurde, ist, dass man den zeitlichen Verlauf zusammengezogen hat. Man hat die wissenschaftliche Beratung dazugezogen, also während des Review-Prozesses. Man hat ein sogenanntes Rolling-Review-Verfahren gemacht, dass, wenn Fragen aufgekommen sind, dass man die sofort beantworten konnte. Aber die einfache Antwort dazu ist, nein, man hat hier keine Abkürzung genommen, sondern es ist der geregelte Ablauf durchgelaufen, wie das auch vor der Pandemie gewesen wäre. Bei der Zulassung von Impfstoffkandidaten müssen bestimmte Phasen durchlaufen werden. Und das beginnt zunächst damit, dass in der allerersten Phase an einer kleinen Gruppe die Verträglichkeit geschaut wird, also die Sicherheit von dem Impfstoff und auch, ob genügend Immunantworten induziert werden. In der zweiten Phase wird dieser Impfstoff dann an mehreren Menschen durchgeführt, also getestet auf vor allem Verträglichkeit und auch schon getestet, ob seltenere Nebenwirkungen auftreten. In dieser Phase wird eben auch geschaut, was die richtige Dosierung eines Impfstoffes ist. In der dritten Phase wird der Impfstoff erst getestet, ob er überhaupt vor einer Erkrankung schützt. Also er wird erst auf die Sicherheit und Verträglichkeit getestet, bevor er überhaupt getestet wird, ob dieser Impfstoff auch eine Effektivität hat, also vor der Infektion oder vor dem schweren Verlauf schützt. Und in der letzten Phase, der Phase 4, also nach der Zulassung, wird noch weiterhin genau nachbeobachtet, ob nicht doch seltene Nebenwirkungen auftreten können. Und genau diese Phasen sind auch bei den Impfstoffen, die zugelassen wurden, durchlaufen worden. Der eigentlich so im Volksmund geläufige Begriff von Langzeitschäden oder Langzeitfolgen, den gibt es bei Impfstoffen in dem Sinne eigentlich nicht. Es gibt Nebenwirkungen, die relativ bald nach einer Impfung auftreten können. Und davon gibt es einige wenige Nebenwirkungen, die vielleicht als Langzeitfolgen beschrieben werden können. Wenn eine Nebenwirkung nämlich sehr, sehr, sehr selten auftritt, also zum Beispiel eine Autoimmunreaktion, dann merkt man das erst im Langzeitverlauf, also erst, wenn das häufiger aufgetreten ist, und dann bezeichnete man das gegebenenfalls als Langzeitfolgen. Der Vorteil aber bei den Covid-19-Impfstoffen, dass fast 8 Milliarden Menschen weltweit geimpft wurden mit den neuen Impfstoffen und eigentlich diese Art von Langzeitfolgen nicht auftreten. Auch Novavax hat den regulären Zulassungsprozess durchlaufen und das Paul-Ehrlich-Institut beobachtet natürlich jetzt genau, ob es zusätzliche seltene Nebenwirkungen auftreten könnten. Von den Menschen, die weltweit mit Novavax geimpft wurden, ist das aber nicht der Fall. Es gibt in den Impfstoffen keine Inhaltsstoffe, die nicht zugelassen sind. Es wird hierüber spekuliert, dass die ALC 0315 und 0159 angeblich nicht zugelassen werden. Aber das ist nicht so. Das sind zwei Bestandteile, die diese Lipidhülle formen, damit die RNA auch in die Muskelzellen gelangt. Aber auch die wurden im Review-Prozess, im Begutachtungs- und Zulassungsverfahren zugelassen. Es ist damit kein Bestandteil, der nicht zugelassen wurde und auch eben am Menschen verwendet werden kann.